Dann brauchen wir nur noch die Power Cell. Und für die Power Cell brauchen wir wieder zwei Batterien und Silikon. Dafür brauchen wir wieder Acid Mushroom und Copper. Ach, ist das toll. Whee! So, haben wir hier noch alles für... Ach, guck mal, hier habe ich auch noch Juwelen. Display. Ist das Koralle? Copper brauchen wir. Haben wir noch... Hier haben wir noch mehr Kupfer, das ist... Nein. Das bleibt draußen. Gold braucht man nicht. Bla 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 bla. Acid Mushroom. Acid Mushrooms brauchen wir. Wir haben aktuell keine. Na also, auf geht's. Drogen? Nein. Ich weiß gar nicht, wie das, was unter übersetztes Acid Mushrooms heißen soll. Eigentlich vergiftete Pilze? Beziehungsweise giftige Pilze? So, Inventory ist full. Ich glaube, wir haben auch alles. Ach, verdammt, das Inventory ist full. Jetzt kann ich nichts zu essen mitnehmen. Ungünstig. Etwas ungünstig. Also zumindest wenn es ums Bauen geht, ist unsere Basis an der Stelle perfekt. Es geht sehr, sehr schnell, die Sachen zu sammeln. Was ich noch machen möchte, ist einmal komplett nach oben bauen. Ziemlich weit nach oben und da mal so eine Sphäre dahin machen, dass wir uns da umgucken können. Das fände ich sehr interessant. Und die Basis dann nach unten natürlich erweitern. So, eine Batterie. Noch eine Batterie. Jetzt brauchen wir noch das Silikon. Genau, und dafür brauchen wir Quarz. Ja. Quarz, Quarz, Quarz. Da. Hier ist ein bisschen wenig Quarz. Das kann weg, das kann weg. Gut. Gut, dass wir in unserem U-Boot noch Quarz haben. Ja, wenn viel auf dem Bildschirm los ist, dann ruckelt's. Das liegt halt eben wirklich daran, dass es neu LXS ist. Quarz. So, Lead brauchen wir aktuell nicht. Nein, hier stelle ich es nicht her. Hat eine einfache Bewandtnis. Hier wird für die Basis habe ich die Power Generators schon soweit vorbereitet. Da wäre es Schwachsinn, wenn wir das verbrauchen würden. Silikon. Einmal oder zweimal? Einmal. Sehr gut. Haben wir dann alles zusammen? Ja, haben wir. Sehr geil. Dann bauen wir uns eine kleine Seemotte. Also eine neue. Das könnte man eigentlich auch einführen, dass man das hier unten bauen könnte. Aber egal. Wir haben hier oben irgendwo unseren Bauerabschnitt rumdümpeln. Da. Das sieht geil aus. Ja, das hat ja funktioniert, jetzt da drauf zu kommen. Die haben das noch mal optisch überarbeitet, ne? Wenn man so weiter weg ist, das leuchtet so schön blau. So, wir haben unsere Seemotte wieder. Also, eine neue Seemotte.
Und die will ich jetzt mal andocken. Angedockt. Perfekt. So, jetzt... Ach, die können wir nicht ausbauen. Schade. Schade. Hätten wir sie ausbauen können, hätte ich sie nämlich genommen und hätte uns immer wieder aufgefüllt. Warte mal, wir können ja jetzt die Seemotte immer nehmen. Zack. Einmal bitte einsteigen. Njum. Okay, an dem Übergang müssen sie immer noch arbeiten. Da hinten ist unsere alte Seemotte. Die tote. Ach schön, wenn wir jetzt hier drinnen sind, können wir auch nicht mehr aufs Inventar zugreifen. Das ist gut zu wissen. Alter, chill dich. Hi Stalker. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe, ich brauche nur Essen. Ja, wenn du mir da reinschwimmst, dann bist du selber schuld. Inventory is full. So. Und Algen haben bisher noch nie geschadet. Geben zwar nicht ganz so viel Futter, aber ist okay. Na, wo bist du da? So. Verdammt, er hat mich erwischt. Drecksviech. So, was jetzt interessant wäre, ist, wie tief kann die Seemotte jetzt? Und wie viel Energie kostet das Aufladen? Weil dann muss ich schauen, ob ich vielleicht noch weiter die Basis ausbauen muss. Vielleicht auch mit den neuen Reaktoren, die wir haben. Wir düsen einfach mal ein bisschen rum. Insgesamt kommt man wohl 1800 Meter weit mit einer Ladung. Also ab 100... ab 150 Meter? Okay, ab 225 Meter... 225 Meter ist die Maximaltiefe. Alter, sieht das cool aus. Ich mag unsere Basis. So. Bist du jetzt wieder voll aufgeladen? Instant voll aufgeladen, 50. Okay, das könnte zu Problemen führen. Das könnte zu Problemen führen. Im Allgemeinen muss ich hier auch den Raum mal füllen. Nee, aber jetzt mal erst das andere, was ich machen wollte. Zack. Und zwar von... Ja, warum eigentlich nicht von hier aus? Ach, es geht ja nicht an der... Ach, verdammt. Können wir von hier aus? Ja, dann machen wir von hier aus hoch. Können wir die schon mal vorbereiten, draufsetzen? Nein. Wir brauchen jetzt jede Menge Titanium. Ganz unten. Wie viel Platz haben wir denn noch? Quarz haben wir jede Menge. Wir müssen jetzt erstmal hier das Inventar leer machen und dann gehen wir auf Jagd nach Titanium. Da ist Glas. Haben wir für Kupfer schon was? Lithium, Titanium. Sag mal, geht's dir noch gut? Lass meine Pflanze in Ruhe. Scheiß Katze. Silberbau. Packe ich jetzt erstmal im Bau rein. Hier haben wir noch Titanium rumfliegen. Da geht die einfach an meine Pflanze ran. Ich glaub, zackt.
Das sind Diamanten, das ist Lithium. Lithium brauchen wir auch. Da haben wir nix. Da haben wir Quarz ohne Ende und ein bisschen Lithium. Okay. Gut. Titanium, wir brauchen Titanium. Jede Menge Titanium. Das ist ein Diamant. Sozusagen kein Titanium. Das ist Gold, das ist auch kein Titanium. Ich glaube, in der Tiefe werde ich auch kein Titanium finden, wenn dann nur sehr, sehr selten. Ja. Also gehen wir da rüber und jagen uns Titanium. Hi, Crying Bird. Da haben wir doch meine Titanium-Farm. Silber. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Kupfer brauchen wir nicht. Kupfer wissen wir, das finden wir ohne Ende. Titanium, na also. Oh, hör auf zu ruckeln. Gold. Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Am einfachsten ist es eigentlich, Metall zu finden, weil wir daraus Titanium herstellen können. Aber Metall nimmt mehr Platz im Inventar weg als Titanium. Halt, stopp, stehen bleiben. Silber, Silber. Wo ist es? Da. Silber immer mitnehmen. Für alle, die das Spiel irgendwann mal auch spielen wollen, Silber immer mitnehmen. Das ist das Wichtigste, was man braucht. Hallo? Da wollte er nicht einsammeln. Da ist noch was. Nochmal Silber. Ja, jetzt haben wir aber einen Run hier. Jetzt finden wir Silber ohne Ende. So, wir holen mal schnell Luft. Hui! Und können wieder runter. Wir können ja dann sogar über Wasser einen Gang in Richtung, sorry, musste Katze gerade verscheuchen. Die macht ihm gerade wieder nur Blödsinn. Wo war ich jetzt? Ah genau, wir können ja über Wasser dann auch Gänge bauen. Wo wir, dann schnell von A nach B kommen. Halt eben laufen. Ich glaube, wir machen eine Riesenbasis, die einfach über die gesamte Map geht. Fertig. Also ich habe heute Morgen auch, als ich aus dem Schlafzimmer gekommen bin, eine, ich glaube, es ist eine Motte oder ein Schmetterling. Eins von beiden auf jeden Fall gefunden vor der Tür. Und zerfetzt. Man sieht, dass unsere Katzen Spaß hatten. Beziehungsweise ich nehme an, das war eine bestimmte von den dreien. So, wir brauchen noch mehr. Wir können nicht genug Titanium haben. Oh, das auch noch. Nein, das ist Kupfer. Lal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 a. Perfekt. Was natürlich auch klasse wäre, wäre, wenn wir... Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Achso, okay. Übergang. Wenn unsere kleine Seemotte, die ich ja immer sie liebevoll Seemotte nenne, eigentlich heißt sie ja Seemoss, wenn wir da auch ein Inventar hätten. Können wir uns mal hier eine Hedge bauen? Dafür brauchen wir noch Glas. Das können wir schnell holen. Aber ich will mehr Ausgänge haben. Ein Ausgang ist aktuell zu wenig. Beziehungsweise ein Ausgang. Ein und Ausgang. So, jetzt aber. Wundervoll. So, die nächste oben drauf. Die nächste oben drauf. Das Schöne ist, dass die nicht wirklich viel von der Höhlenintegrität wegnehmen. Und wir haben wieder mal nicht genug Titanium. Das ist echt geil.
Hier wollte ich hin. Gut, ich werde hier aber schnell mal verstärken. Damit die Hüllenintegrität besser ist. Ja. 29,8 ist okay. Einmal Titanium haben wir noch. Alles klar. Ups. So eine Plattform einfach hier oben zum Draufbauen wäre auch cool. Boah, ist das... Da haben wir noch einiges vor uns. Also brauchen wir noch einiges an Metall. Unsere Katzen dürfen nicht ins Schlafzimmer. Da haben wir strikte Regelung getroffen, weil die einfach zu viel haaren. Und irgendwie möchte man ja auch einen Ort haben, wo man mal die Klamotten hinlegen.